Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Thema der Heilungscode der Natur. Wie wohltuend und entspannend es ist, wenn wir im Wald spazieren gehen, das haben wir alle schon erlebt. Aber das hat ganz konkrete therapeutische Wirkungen, die uns eigentlich normalerweise nicht so bewusst sind. In der Zwischenzeit gibt es aber sehr viele wissenschaftliche Belege auch dafür. Und darüber wollen wir heute sprechen mit unseren beiden Gästen. Zum einen Clemens Arwey, dem Autor des Buchs Der Heilungscode der Natur, das gerade im Riemann Verlag erschienen ist. Er ist Diplom-Ingenieur und Biologe und hat schon in verschiedenen Büchern die Heilkräfte von Pflanzen und Tieren erforscht. Herzlich willkommen. Hallo. Und als Sparringspartner freuen wir uns sehr, dass Wolf-Dieter Stoll zu Gast ist. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie muss man, glaube ich, nicht unbedingt so groß vorstellen, weil Sie eine große Fangemeinde schon haben. Sie sind Kulturanthropologe und Ethnobotaniker und haben auch viele Bücher schon geschrieben über Kräuter, über Schamanismus, alle möglichen Themen rund um die Natur. Bevor wir loslegen, zwei Hinweise technischer Natur. Einmal haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen während der Live-Sendung. Unter dem Stream ist ein Eingabefenster, dort können Sie Ihre Fragen aufschreiben und die kommen live zu uns ins Studio. Und wir werden versuchen, sie während der Sendung zu beantworten. Die andere Info, Sie können 24 Stunden nach der Sendung nochmal alles abrufen, wenn Sie möchten, also wenn Sie nochmal reinschauen möchten. In unserer Mediathek ist dann eine Aufzeichnung. Ja, dann steigen wir ein. Herr Arwey, was passiert im Körper, wenn wir in der Natur sind? Warum tut uns das so unheimlich gut? Ja. Ja, das ist eine Frage, die eigentlich relativ komplexe Antworten verlangt, weil wir ja auf vielfache Art und Weise mit der Natur verbunden sind, verwoben sind. Wir sind ja aus der Natur hervorgegangen im Wechselspiel mit Pflanzen und Tieren. Der Begriff Koevolution hat da auch eine große Bedeutung. Also die Natur ist unser Zuhause, evolutionär betrachtet. Und wir sind über so viele Jahrmillionen geformt worden von der Natur, dass man auch sagen kann, die Natur hat unsere Organe geformt, beeinflusst und wir stehen heute noch in einem Funktionskreis mit der Natur, also in einem permanenten Austausch und der funktioniert eben auf verschiedenen Ebenen. Und die eine Ebene ist die biochemische Ebene, eine messbare Ebene, zum Beispiel wenn ich in den Wald gehe und bioaktive Substanzen aus der Waldluft einatme, wo ich dann sehe, meine Organfunktionen sind über den Körper, über den Organismus hinaus erweitert und überschreiten unsere Körperoberfläche, unsere Hautoberfläche. Es gibt diesen biochemischen Austausch. Wenn ich sogenannte Terpene zum Beispiel einatme, die von Bäumen im Rahmen ihrer Kommunikation als chemische Wörter abgegeben werden, weil Bäume ja auch miteinander kommunizieren, Botschaften austauschen müssen, um ihr Sozialleben zu bewerkstelligen, dann hat es einen Effekt auf das menschliche Immunsystem, das wissen wir aus Blutuntersuchungen zum Beispiel, nämlich insofern, dass unser Immunsystem gestärkt wird. Die natürlichen Killerzellen werden mehr, die drei wichtigsten Antikrebsproteine werden gestärkt und auch andere Immunparameter. Und dann gibt es natürlich die psychologische Ebene, nämlich das Sehen von Naturreizen, die Verbindung mit der Natur, aus der wir kommen, die dann auf der psychologischen Ebene nicht nur gegen Stress wirken, sondern über unsere neurologisches Korsett sozusagen über unser Nervenkostüm sich auch wieder direkt auf die Organe messbarerweise auswirken können. Das heißt, in der Natur zu sein hat eine Vielfalt von gesundheitsfördernden medizinischen Effekten und genau um diese Medizin der Zukunft, wo der Mensch als Teil der Natur betrachtet wird, geht es auch in dem neuen Buch Der Heilungscode der Natur, wie der Titel schon sagt. Sie schreiben, dass der Körper nicht an der Hautoberfläche ändert, sondern darüber hinaus verwoben ist. Wie können Sie das erklären? Sie haben ja auch erst einmal den wissenschaftlichen Hintergrund, aber auch ein großes Erfahrungswissen. Also die Körperreaktionen und die Terpene, die von den Bäumen kommen, das ist wissenschaftlich messbar. Aber dann gibt es eben andere Dimensionen. Und das ist bei den meisten Naturvölkern, die ich kenne, und wo ich auch gelebt habe, ist das dann der Fokus.
Und ich denke, das Gute an diesem Buch ist, dass wir in einer sehr materialistischen, wissenschaftsgläubigen Welt leben. Und da wird eine ganz wesentliche Botschaft rübergebracht zu den Menschen, dass es gesund ist, in den Wald zu gehen, dass es Freude macht, dass schon die Freude, die verändert ja die, unsere innere Chemie, also Endorphine oder was immer da gemacht werden. Ja, und natürlich sind wir ständig im Kontakt mit den Pflanzen und den Tieren. Es ist so, dass auf einer physischen Ebene sind wir zwar getrennt, also physisch wegbar messbar, aber schon auf einer energetischen Ebene oder wie die biodynamischen Landwirte und so sagen, auf der Ebene der ätherischen Kräfte oder Bildekräfte, da fließen die Energien ineinander. Und darüber hinaus gibt es ja noch eine seelische Ebene. Und auch die ist vorhanden in der Natur, bei den Bäumen. Aber das ist etwas, wo man mit der wissenschaftlichen Methode eigentlich nicht hinkommt. Das ist, wenn die Pflanzen nachts im Traum zum Beispiel erscheinen und dann mit uns reden. Das ist keine Einbildung, keine Halluzination, sondern das ist eine andere Wahrnehmung und das ist eine Wahrnehmung der Seele selber. Aber ich bin da sehr dankbar, dass du das auf einer wissenschaftlichen Stufe, denn viele mögen diesen Hüpfer in das Seelische nicht. Das kann dann zu leicht in einer Schalen- oder ja, einer Spinnerei oder esoterischen Schöngeisterei enden. Und das wollen wir ja nicht. Ja. Aber warum ist das eigentlich so schwierig zu vermitteln, dass wir ein Teil der Natur sind? Eigentlich ist es selbstverständlich. Es gibt im Moment auch einen großen Trend und viele schreiben darüber sehr erfolgreich und gleichzeitig hat man irgendwie so eine Sperre. Warum ist das so? Naja, wir sind 8, 9, 10, 12 Jahre und dann die ganz Doofen, die mussten noch studieren, in die Schulen gegangen und wir sind solche Zimmer gewohnt und Kunstlichter und wir haben wirklich die dabei sind, unsere feinen Sinne verkümmert. Mhm. Und das habe ich auch bei den Indianern immer wieder gemerkt. Wenn die in die Natur gehen, sind sie ganz still. Die denken nicht, sondern sie sind bewusst. Sie denken, wenn sie denken müssen und dann denken sie sehr konsequent. Aber wenn ich nun laufe und ich bin da sehr bewusst und an einem Moment bin ich nicht bewusst, dann denke ich, was habe ich denn da eben verpasst? Und schon bin ich raus aus diesem Einklang. Und wir sind in einer Kultur, wo wir ständig denken und da müssen wir anfangen mit einem Vokabel, das die Menschen auch verstehen und das ist eine ganz solide und ehrliche wissenschaftliche Angangsweise. Ich denke auch, dass diese wissenschaftlichen Evidenzen in einer Welt, die diese Evidenzen ständig fordert, sehr wichtig sind, auch um das Bewusstsein für Natur zu schärfen, weil man muss ja die Menschen immer dort abholen, wo sie stehen. Genau. Und du brauchst heute eigentlich für alles Evidenzen. Und deswegen ist es mir persönlich auch so wichtig, diese Mensch-Natur-Medizin auf eine akademische Ebene zu bringen, damit sie dort auch wahrgenommen wird, ja, und damit sich auch das medizinische System, unser Gesundheitswesen mit der Zeit wandeln kann und unserer vielfältigen Verbindung mit der Natur gerecht wird. Und andererseits muss ich aber auch sagen, ich habe im letzten Kapitel des Buches auch ein Kapitel nachgelegt, wo ich mich gegen den Materialismus wende, als Biologe, auch wieder aus wissenschaftlicher Sicht. Und da habe ich unter anderem bin ich auf Jakob Johann von Uexküll gestoßen. Mhm. Ein Zoologe, also auch ein Biologe des 19. Jahrhunderts, zu Darwins Zeiten, der schon damals gesagt hat, der Mensch ist ein Teil der Natur und der Mensch steht in einem Funktionskreis mit der Natur. Und der ist damals lächerlich gemacht worden in seiner Zeit, weil es damals verpönt war. Das war ja auch bei Darwin so, der uns eine Verwandtschaft mit den Tieren unter Anführungszeichen unterstellt hat, dass er lächerlich gemacht worden ist. Und so ist es auch Jakob Johann von Uexküll gegangen, weil es verpönt war zu sagen, der Mensch ist ein Teil der Natur. Und wir haben diese Einstellung noch nicht überwunden. Wir sind noch immer, also es ist noch heute so, dass Menschen oft sehr penibel reagieren oder fast beleidigt, wenn man ihnen
sagt, dass sie Naturwesen sind. Ja? Mhm. Ich glaube, es gibt noch immer diese scheinbare, aber völlig illusionäre Trennung zwischen Mensch und Natur. So als wären die Tiere und die Pflanzen so eine Art Inventar der Natur und wir stehen über dem allen. Ja? Genau, das ist und genau das ist natürlich eine fatale und falsche Sichtweise. Ja, erstmal das ist dieses Schubladendenken, aber so lässt sich leicht denken. Da hat man die ganzen Kategorien und man braucht nicht in dem lebendigen Fluss zu denken. Das ist eines, ja. Wenn wir jetzt bei den wissenschaftlichen Beweisen, die ja inzwischen vorliegen, bleiben, wie kann man sich das ganz konkret vorstellen? Können Sie ein paar Beispiele nennen? Welche Krankheiten kann man behandeln durch die Therapie mit in der Natur, aber auch mit Tieren? Gibt es spezielle Stoffe, die da ausgesandt werden oder was weiß man inzwischen darüber? Also diese Mensch-Natur-Medizin, die übrigens auch einen Namen hat, der weitgehend unbekannt ist, ich hoffe, das ändert sich jetzt bald, ist das der Begriff Ökopsychosomatik. Da wird eben der Mensch über seine Hautoberfläche hinaus gedacht. Nicht nur die Einheit aus Psyche und Körper wie in der Psychosomatik, sondern eben die Verbindung aus Psyche, Körper und der Lebenswelt, der natürlichen. Das ist die Ökopsychosomatik. Und es ist natürlich so, dass, ich habe es vorhin schon gesagt, es geht zum Beispiel um das Einatmen von bioaktiven Substanzen in der Waldluft, die von Pflanzen abgesondert werden und die dann messbare Effekte auf unser Immunsystem haben. Es geht eben auch darum, dass durch diese Nähe zu den Lebensprozessen, den Wachstumsprozessen, da hat Erich Fromm zum Beispiel von den biophilen Kräften des Menschen gesprochen, also von diesem Wunsch nach Nähe zum Leben, das ist im Garten, in der Natur, in der Begegnung mit Tieren sehr gut möglich. Da gibt es eben auch eine Eintrittspforte der Naturreize über die psychischen Prozesse in unsere Organe. Das heißt, es gibt eine Übersetzung. Wir sehen einen Baum, nehmen die Reize der Natur wahr, wir begegnen einem Wildtier oder auch einem Haustier und diese Begegnung wird in die Sprache der Organe übersetzt über neuronale und hormonelle, jetzt spreche ich wieder sehr wissenschaftlich, aber Mechanismen, die man auch sehr gut nachvollziehen kann. Jetzt nehme ich ein Beispiel. Der Anblick eines Baums führt dazu, dass unsere Selbstheilungskräfte gefördert werden. Das führt so weit, dass in Studien belegt worden ist, dass Menschen, die aus dem Krankenhausfenster auf einen Baum sehen können, schneller wieder entlassen werden können nach Operationen, die Wundheilung beschleunigt ist und sie auch weniger Schmerzmittel brauchen. Ein anderes Beispiel, Mark Berman, ein Wissenschaftler von der University of Chicago, hat herausgefunden, in einer groß angelegten Studie mit Satellitenaufnahmen und komplexen Gesundheitsdaten, dass mit der ansteigenden Zahl von Bäumen in der Stadt der Gesundheitszustand der Menschen steigt statistisch und der Medikamenteneinsatz sinkt und dass 10 Bäume mehr, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, rund um den Wohnblock eines Großstadtbewohners, eine Verjüngungskur um 7 Jahre bedeuten würden. Das heißt, statistisch betrachtet wäre der durchschnittliche Gesundheitszustand der Großstadtbewohner mit 10 Bäumen mehr in der Umgebung um 7 Jahre jünger, also entspräche sozusagen einem 7 Jahre jüngeren biologischen Zustand. Das sind alles ganz faszinierende Hard Facts sozusagen. Und jetzt möchte ich noch kurz erklären, es geht um eine Art Rebalancierung. Es ist keine Medizin, die so ganz direkt einzelne Krankheiten behandelt. Aber die Waldmedizin, die in Japan ja staatlich anerkannt ist, die wird unterstützend zum Beispiel bei Immunschwäche, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei Diabetes, aber auch bei Krebserkrankungen eingesetzt. Weil eben diese Stärkung des Immunsystems, der Antikrebswirkstoffe und die Senkung des Blutdrucks und so weiter so effektiv stattfindet. Das heißt, eigentlich kann man sagen, diese Mensch-Natur-Medizin wirkt bei fast allen heute bekannten Zivilisationskrankheiten. Und ich würde einfach so weit gehen, dass ich sogar sage, die Trennung von der Natur macht uns krank, weil uns diese Einflüsse fehlen. Also nicht nur die Umweltgifte schädigen uns, die hinzutreten, sondern ich denke, die Trennung von der Natur macht uns krank. Und jetzt möchte ich noch ein wichtiges Wort sagen, weil du die Kulturen, die Weisheit der Kulturen angesprochen hast. Diese Waldmedizin ist deswegen in Japan so erforscht und so anerkannt, weil es dort schon eine lange Tradition des Waldbadens gibt. Shinrin-yoku. Ja, das finde ich wunderbar. Ja, ist wunderbar. Ja. Alleine schon. Ja. Shinrin-yoku. Waldbaden, toll. Ja. Und in Korea, Nord- und Südkorea, heißt zum Beispiel Shinrin-yoku.
also eine ähnliche Tradition. Und das Qigong, oder bei uns oft als Qigong bezeichnet, findet ja auch oft das Einatmen der Waldatmosphäre seit Jahrhunderten in Wäldern statt. Das heißt, die Menschen haben schon immer gespürt, dass da etwas ist, was wir aufnehmen können. Das ist ja auch in Indien, da ist Prana, also die Lebenskraft, die man einatmet, ganz stark im Wald. Und deswegen gehen die Weisen und Heiligen gehen in heilige Haine, um zu meditieren und um dem Göttlichen nahe zu kommen, was viel schwieriger ist in der Stadt zum Beispiel. Das zeigen auch sämtliche Studien, die eben Wald mit Stadt vergleichen, dass die Stadt diese, ein Spaziergang in der Stadt hat nicht diese Effekte zum Beispiel, ein Spaziergang im Wald sehr wohl. Also dieser Vergleich zwischen Stadt und Wald ist sehr eindeutig. Das haben wir aber auch schon gewusst in der Goethezeit. Da war ja der Christoph Wilhelm Hufeland und er ist der Gründer der Makrobiotik. Und Makrobiotik heißt, man geht, anstatt hier sich in Seide zu kleiden und die Fenster zuzumachen, damit man nicht die schlechten Lüfte kriegt, und da geht man in die Natur und man öffnet die Fenster und atmet frische Luft. Man trinkt lieber Kräutertee als wie diese damals so toxischen chemischen Mischungen, die zum Teil Quecksilber drin hatten. Also wir haben diese Tradition. Waren auch damals so, das war ein Arzt in Weimar und später in Berlin, der die ganzen Künstler und genialen Menschen unterstützte. Das gehörte mit zu dieser Welle. Was ich sagen will, ist, dass ich habe so den Eindruck, was du machst, ist, das wieder rüberzubringen, und zwar in einer Zeit, in der wir uns noch mehr als damals als Maschinen begreifen. Maschinen mit einem Computer. Also das Weltbild der Maschine, das war ja, das hast du auch in deinem Buch geschrieben. Das kam ja aus der Zeit der Aufklärung. Da wurde Gott der Uhrmacher, der außerhalb stand, der hat die Uhr gemacht und die Uhr tickt. Und wir sind alle Roboter, Tiere sind Roboter. Man kann an ihnen Experimente machen, wenn sie schreien, dann ist das wie eine ungeölte Maschine, die quietscht nur. Dann im 19. Jahrhundert, als die Dampfkraft entdeckt wurde und Züge und so kamen, da kam noch dieser energetische Aspekt. Wir sind eine Maschine mit dieser Energie. Und jetzt in diesem oder im letzten Jahrhundert, da war es eben der Computer, der, das schreibst du ja auch, dass wir eigentlich Maschinen mit Computern sind. Wir werden zu solchen erklärt zumindest. Ja, und das wird aber natürlich viele Menschen auch in eine Art von Krise, weil wir ja in Wirklichkeit eben das nicht sind als Naturwesen. Und das sind eben nicht nur erwachsene Menschen, wenn das in den Schulen, das schwingt alles mit. Ja. Da werden die Kinder geistig krank und letztendlich noch physisch krank. Ja. Deswegen glaube ich, einer der wichtigsten Heilungscodes der Natur unseres Jahrtausends ist, dass wir wieder entdecken, dass wir eben mehr sind als die Ansammlung von Molekülen. Und die Natur lehrt uns das. Ja? Das große Geheimnis des Lebens ist ja noch bei weitem nicht gelüftet. Und viele Biologen behaupten es zwar, aber wir haben eigentlich keine Ahnung von den Ursprüngen. Und wir haben keine Ahnung von dem Lebensprinzip als solches. Ja. Sowas wurde ja immer behauptet. Ich weiß, Herbert Spencer, das war ein Zeitgenosse von Darwin, er hat eine Enzyklopädie, wir haben alles Wissen jetzt. Das war im 19. Jahrhundert, 1860, 70 herum. Er wurde mal gefragt, warum er keine Falten hat. Ja, Falten hat man ja nur, wenn man etwas nicht weiß und muss nachgrübeln. Aber wenn man es weiß, dann hat man keine Falten. Und sein Weltbild war eben die Maschine und der Sozialdarwinismus. Gell? Jetzt haben wir schon einige Fragen von unseren Zuschauern bekommen. Und eine greift das gleich auf, was gerade besprochen wurde, nämlich, was kann man denn als Stadtbewohner tun, um mit der Natur verbunden zu bleiben? Natürlich kann man wahrscheinlich rausgehen, aber kann man auch was in der Stadt machen? Oder wie macht man das, eben in Kontakt zu bleiben? Also wir sind jetzt gerade in München, ich bin heute hergefahren. Und es gibt in München, wie ich auf der Durchfahrt gesehen habe zum Beispiel, einige Grünflächen, die durchaus Waldcharakter haben, wo es auch verwilderte Flächen gibt. Und sowas kenne ich aus allen Großstädten. Also ich glaube, dass man fast überall in der Stadt mit Natur in Kontakt kommen kann. Es gibt ja auch eine eigene Stadtökologie, eine eigene Stadtbiodiversität teilweise. Jawohl.
Und dann gibt es die U-Bahnen, die uns in die nächstgelegenen Wälder am Stadtrand führen. Und selbst wer in einer Stadt lebt, wo es sowas nicht gibt, und ich weiß nicht, ob es so eine Stadt überhaupt gibt, aber es gibt ja auch Parks, die nach dem Vorbild der Savanne angelegt sind. Also Grünflächen mit vereinzelt stehenden, oft ausladenden Bäumen. Das sind ja fast alle Parks. Eigentlich sind so gut wie alle Parks schon nach diesem Prinzip, ja, weil man ja auch psychologisch weiß, dass die Menschen sich dort am besten erholen. Und das hat wiederum mit unserer Herkunft aus der Natur zu tun, weil wir haben ja in der Savanne große Teile unserer Menschheitsgeschichte zurückgelegt. Und das hat sich natürlich auch eingeprägt in unsere kollektive Geschichte. Natürlich aber auch im Wald, die Bäume, als vor dem Sprung in die Savanne, die uns die Gorillas und Schimpansen herausgetrieben haben. Ja. Und dann ist doch die Savanne ein Ort, wo sehr viel passiert ist in der menschlichen Entwicklung, wo die Sesshaftwerdung dann passiert ist. Der Übergang vom Homo erectus zum Homo sapiens zum Beispiel ist in der Savanne vonstatten gegangen. Ich will noch was sagen zur Stadt. Also in der Stadt, ich mache Kräuterwanderungen lieber in der Stadt als wie auf dem Land. Denn da ist eine größere Vielfalt. Und wenn ich in der Stadt bin, es kommt darauf an, wo man das Bewusstsein fokussiert. Also man kann ja schauen, was haben die Leute für Klamotten an, oh, das muss ich mir kaufen. Oder was für ein Auto, Marke fährt vorbei oder was ist im Schaufenster. Aber ich hangel von einem kleinen Kräutlein in der Ritze oder ein kleiner Käfer. Und das ist, ich bin dann auch in der Stadt, in der Natur. Und das kann jeder machen. Und dort werden auch die Lebenskräfte der Natur so sichtbar. Dieser Kampf, und es ist eigentlich, ich will das Wort Kampf gar nicht benutzen, dieser Drang zu leben. Und wenn es nur in einer Fuge ist, wo die Pflanzen Fuß fassen, wo sich dann durch die Aktivität der Wurzel plötzlich auf Stein oder auf einer früheren Asphaltfläche Erde bildet. Durch die bakterielle Aktivität. Wie die Natur sich alles zurückerobert, sich nicht verdrängen lässt. Und wenn wir so manche Stadtvegetation auf Grünflächen vergleichen mit den endlosen Agrarwüsten, die wir im Land oft finden, dann muss man wirklich sagen, Fichtenplantagen oder Fichtenmonokulturen. Ja. Es gibt Bereiche in der Stadt, wo die Biodiversität tatsächlich höher ist. Oder man sieht, ich habe das hier in München gesehen vor der Hauptfeuerwehrwache, damit die Feuerwehrautos fahren können. Ja, und da kommt aus dem Zement ein Löwenzahn, ein zarter Löwenzahn bricht diesen Asphalt oder Beton. Solche Sachen, das sind Naturereignisse. Oder die unscheinbaren Flechten, über die man oft so hinweg spaziert. Das sind starke Pionierpflanzen, die oft die ersten sind auf Fels oder auf Asphalt auch, die dann anfangen, diesen Asphalt durch kleinste Aktivität aufzubrechen, sodass später dann andere Pflanzen Schilate, Fuß fassen können. Genau. Da muss ich eines noch sagen. Und dieser Prozess, das nennt man ja Sukzession. Jawohl. Die Natur strebt nach Wald und das finde ich so interessant. In uns ist auch diese Sehnsucht nach Wald und die spürt man in der ganzen Natur. Dieser Vegetationsprozess vom kargen Fels bis Aufschluss von Boden durch Flechten, dann kommen andere Pionierpflanzen, der endet im Idealfall immer in einer Waldvegetation. Dort, wo die Natur kann, wird sie immer durch ihre eigene Kraft Wald bilden. Und dort, wo sie nicht kann, wird sie sich an den Wald immer annähern. Zum Beispiel die Savanne. Dort herrscht Trockenheit, aber es wachsen trotzdem so viele Bäume wie möglich. Ja? Die stehen oft in Konkurrenz mit den Gräsern, aber sie wachsen so dicht beisammen wie möglich. Das heißt, sie nähern sich dem Wald an. Und auch in den nordischen Bereichen und die Steppenvegetation und so weiter, wachsen immer so viele Gehölze wie möglich. Und in vielen Regionen kann die Natur ihr hohes Prinzip des Waldes umsetzen. Bleiben wir nochmal bei den Heilwirkungen. Wesentlicher Bestandteil der Natur sind natürlich auch die Tiere. Und die haben es ja auch in ihrem Buch stark berücksichtigt und schreiben über erstaunliche Erfolge in der tiergestützten Therapie. Was weiß man heute? Wo wird das eingesetzt? Ja. Und was passiert auch chemisch im Körper? Die tiergestützte Therapie ist ja schon relativ lang bekannt. Und in letzter Zeit tut sich auch die tiergestützte Medizin hervor, wo es also wirklich um medizinische Anwendungen geht. In den USA gibt es bereits 600 Krankenhäuser, die medizingestützt arbeiten. Ja, das ist wirklich eine hohe Anzahl. Es gab noch nie einen Fall von einem Parasitenbefall oder einer Krankheit, die dadurch verursacht wurde. Und Tiere, die Begegnung, man hat eine interessante Studie gemacht, zum Beispiel die Begegnung mit einem Hund, wenn man ihn streichelt, mit einem freundlichen Hund, führt dazu, dass mehr Immunglobulin A produziert wird.
Das ist eine wichtige Abwehrsubstanz, die im Speichel vorhanden ist, in den Körperflüssigkeiten, die auch bei der Wundheilung der Schleimhäute eine große Rolle spielt. Das Streicheln eines Stoffhundes im Vergleich, ich meine, das klingt jetzt absurd, dass man diesen Versuch wirklich gemacht hat, aber es ist trotzdem auch irgendwie spannend. Das Streicheln eines Stoffhundes hat nicht diesen Effekt. Das heißt, unsere logisch, nicht? Also es hat was mit dem Leben an sich zu tun. Es ist jetzt vielleicht banal, das zu sagen, aber trotzdem finde ich die Gegenüberstellung interessant. Das einfach nur Entspannen auf dem Sofa unter denselben Bedingungen hatte auch diesen Effekt nicht. Es war die Begegnung mit dem Lebendigen. Ja, es ist auch die Begegnung Seele mit Seele. Ja. Denn deswegen sind Tiere ein bisschen anders als Pflanzen. Sie sind beseelt, während die Pflanzen haben ihre Seele außerhalb, sind eher umseelt. Und deswegen sind uns die Tiere nahe. Und es ist für die Seele auch etwas Gutes. Ich weiß nicht, ob man Seele heutzutage versteht. Ich meine, das kann man auch nicht reduktionistisch definieren anhand von irgendwelchen Pheromonen oder Nein, auf Chemikalien. Auf gar keinen Fall. Es wird zwar immer wieder versucht. Man könnte es ja mal versuchen. Ich denke, diese Hormone und diese Chemikalien begleiten unser Seelenleben. Also es ist durchaus so, dass sie unsere sozialen Beziehungen auch begleiten und uns gewisse Möglichkeiten geben. Die Nähe mit den Tieren, die funktioniert auch deswegen, weil sie uns auch auf dieser Ebene ähnlich sind. Ja, aber sie lenken nicht unser Seelenleben. Mhm. Unser Seelenleben ist viel mehr als das. Ja? Und wir machen heute viele Wissenschaftler oder der Mainstream in der Wissenschaft macht den Fehler, diese Abläufe gleichzusetzen mit dem Seelenleben. Und in der Begegnung mit dem Tier, da ist auch dieses Gegenüber so stark vorhanden, das uns so ähnlich ist. Die Tiere sind uns so ähnlich. Und wir spüren diese Anwesenheit dieser Wesenheit, die wir sind auch Wesenheiten und wir spüren das im Tier ganz besonders. Es ist so, dass diese Begegnung mit Tieren sogar die Herzgesundheit fördert. Also eine Studie von der University of Maryland hat ergeben, dass Menschen, die mit Tieren zusammenleben, weniger oft an Herzinfarkt bekommen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Dass sie weniger Herzmedikamente brauchen und dass sogar das Überleben nach einem Herzinfarkt, nach Entlassung aus der Intensivstation, signifikant erhöht ist, die Überlebenschance und auch vor allem das Langzeitüberleben, wenn diese Menschen dann mit einem Tier zusammenleben können. Und eine andere, vielleicht noch ein letztes Beispiel, Tiere werden auch in der Schmerztherapie eingesetzt, weil dieses Gegenüber, die Begegnung mit diesem Gegenüber so weit geht, dass auch natürliche Schmerzmittel des Körpers aktiviert werden. Und das ist kein Placebo-Effekt, sondern das ist eine tatsächliche Schmerzreduktion, wie so als würde man ein Medikament nehmen, nur auf eine vollkommen natürliche Art und Weise. Unsere Zuschauer interessieren sich sehr für die praktische Anwendung des Heilungscodes der Natur. Zum Beispiel hat uns Heike gefragt, wie lautet der Code bei Krebs? Kann man da mehr als unterstützend was machen oder gibt es da auch schon Studien oder irgendwelche konkreten Therapieerfahrungen? Also unterstützend hat die Waldmedizin großes Potenzial. Ich möchte auf gar keinen Fall jetzt behaupten, dass man keine medizinische Therapie braucht, wenn man an Krebs erkrankt ist. Es geht hier wirklich um Komplementärmedizin, also um etwas Ergänzendes. Aber die ist dafür evidence-based, wie es so schön heißt, also evidenzbasiert. Da sind eben die Terpene eine große Unterstützung, weil die drei wichtigsten Antikrebsproteine gestärkt werden, die natürlichen Killerzellen, all die sind ja auch dafür verantwortlich, potenzielle Krebszellen oder bereits entstandene Krebszellen aus dem Körper zu entfernen. Und was sehr interessant ist, die Krebsmedizin, die internationale Forschung von Krebsmedizinern, die gar nichts mit Bäumen sonst am Hut haben, ist auch auf die Spur der Terpene gestoßen aus Waldbäumen, vor allem aus Nadelbäumen, weil man auch im Labor unabhängig von Waldmedizinern festgestellt hat, dass die das Tumorwachstum hemmen und die körpereigenen Abwehrmechanismen fördern. Das heißt, es wird ernsthaft diskutiert unter Krebsforschern, ob man Terpene in Zukunft auch als Ersatz für Chemotherapeutika oder als eine weitere Behandlungsmethode im schulmedizinischen Bereich einsetzen kann. Und es sieht derzeit so aus, dass es wirklich dazu kommen wird. Also Substanzen aus Bäumen könnten eine wichtige Rolle in der zukünftigen Therapie spielen. Das wird echt diskutiert. Ja.
Also das sind einige Substanzen, wie zum Beispiel die Limonene, die Pinene und so weiter, die da definitiv von vielen, vielfachen Studien, von vielen Studien als wirksam erwiesen, bewiesen wurden. Und man muss natürlich sagen, da geht's, bei diesen Studien geht es natürlich darum, dass man auch versucht, irgendwann ein potentes Medikament auf den Markt zu bringen, weil wir folgendes Problem haben, das wissen nur wenige. Auch Krebszellen können resistent gegen die gängigen Chemotherapeutika werden. Weil eine Krebszelle, jede Zelle, hat einen Mechanismus, mit dem sie Gifte wieder aus sich herauspumpen kann. Und wenn ein Tumor solche Zellen bekämpft, dann sterben in der Chemotherapie, dann sterben in der Chemotherapie alle Tumorzellen ab, außer die, die diesen Mechanismus beherrschen und sich des Giftes wieder entledigen können. Und dann evolutionäre Naturmechanismen. Dann scheint dieser Tumor zuerst zu verschwinden, aber aus diesen extremen, nennen wir sie mal Turbozellen unter Anführungszeichen, kann wieder ein neuer Tumor entstehen, der dann nur aus resistenten Zellen besteht. Und dieses Problem hofft man, durch neue Ansätze in den Griff zu bekommen. Und da kann uns die Natur einiges lehren, auf jeden Fall. Und da kommt sicher noch viel auf uns zu. Genau, ich habe noch einen Haufen weitere Fragen. Vielen Dank, Sie können auch weiter noch schreiben. Hier hat jetzt nicht gemeldet, wer das ist, aber ein Zuschauer, der wissen möchte, ob es wissenschaftlich erwiesen ist, dass oder Hinweise gibt, dass Barfußlaufen den Organismus gesund hält oder einen guten Einfluss hat. Ich glaube, da bist du der Experte dafür, fürs Barfußlaufen. Es ist ja, das sind eine Unmenge Nerven, also Nervenzellen. Deswegen wirkt auch Reflexionsmassage, weil da gibt es Reflexe mit allen Körperorganen. Und wenn man läuft, dann kriegt der Körper Informationen von der Erde, gell? Und wenn man barfuß läuft, es ist etwas ganz anderes, wenn man auf dem Waldboden läuft oder auf dem Ackerboden. Und wenn man auf Zement oder Asphalt läuft, dann fühlt sich das tot an. Und eigentlich haben wir mit unseren ständigen Schuhen, wir haben keinen Kontakt mit der Erde, aber die Erde redet mit uns durch, ach, du hast es ja geschrieben, mit deinem Mountainbike. Man spürt die Widerstände und umso mehr, wenn man barfuß auf der Erde läuft. Gell? Ja, ist was ganz Wichtiges. Ich habe das auch geschrieben in deinem Buch Der Selbstversorger, das habe ich neulich gelesen, wie du dadurch in Kontakt mit der Natur trittst. Die Natur redet ständig mit uns über die Düfte und oft geht das nicht mal bis ins Hirn. Deswegen heißt es ja, der dümmste Bauer hat die größten Kartoffeln, weil er im Kontakt ist und er muss nicht erst mal überlegen und nachschauen und so weiter, sondern er ist im Dialog. Eine unbewusste Kommunikation. Mit der Natur. Unbewusste, also und das ist viel, das ist sehr viel Kommunikation. Eben wie die Terpene und man riecht den Boden, man weiß, in welchem Zustand die Erde ist und wenn man drüber läuft, man kriegt so viel Information, dass man dann automatisch oft die Dinge macht, ohne dass man überhaupt nachzudenken braucht. Und ich glaube, wir kratzen ja. Das sind Dinge, die wir ja auch intuitiv spüren können, eben ein großes kulturelles Wissen haben, das wir auf jeden Fall wieder reaktivieren sollten. Jawohl. Wissenschaftlich kratzen wir ja, ich finde es sehr interessant, dass wir das jetzt auch messen können, diesen Austausch. Ja, das ist aber wir kratzen an der Oberfläche. Das ist eben das Interessante an diesem Buch, dass du da die Tür öffnest. Dass man einige Dinge messen kann, Das ist auch genau das Anliegen. Ja. Und ich möchte nur noch eines sagen, auch der Boden, vor allem ein humusreicher Boden mit reichem mikrobiellen Leben, ist eine Quelle solcher Terpene. Auch die geben Terpene ab. Ja, ja. Und was mich zum Beispiel reizen würde, wir nehmen sie ja auch über die Haut auf. Also die Borke der Bäume ist auch eine Quelle. Ich möchte noch ganz kurz sagen, es sollte niemand lachen, wenn jemand einen Baum umarmt. Weil die Borke der Bäume ist eine reiche Quelle für diese Terpene und andere sekundäre Pflanzenstoffe, die medizinisch auf uns einwirken. Also keine Berührungsängste mit Bäumen. Wir atmen sie ein, die Substanzen, wir nehmen sie über die Haut auf. Und was mich interessieren würde, ich habe jetzt auch eine Forschungsarbeit zu dem Thema gestartet, und da möchte ich mir unter anderem auch anschauen,
was eigentlich so alles aus dem Humusboden entströmt. Und ich bin überzeugt davon, dass auch da Substanzen vorhanden sind, die sich sehr positiv auf uns auswirken. Man riecht ja den Unterschied. Genau. Also ich hatte einen Gärtnermeister, bei dem ich gelernt habe, der hat hauptsächlich gerochen. Er hat seine Komposte neben das Fenster im Wohnzimmer, damit er immer riechen konnte. Er war auf Astralreise in die Komposte hinein und ab und zu sagt er, Stickstoffprozess. Mhm. Phosphorprozess. Und ich habe mal einen Bauern getroffen, einen alten Bauern, der ist in seinem Garten mit mir spazieren gegangen und hat auch gerochen und seine Sinne aktiviert, geschaut und hat gesagt, heute ist ein Wurzeltag. Und hat dementsprechend dann entschieden, was er heute für Arbeitsschritte durchführt, weil er gewusst hat, heute stecken die Pflanzen ihre Energien in die Wurzeln. Und das sind Dinge, die sich teilweise durch Faktenwissen erklären, aber vor allem durch Intuition. Ich glaube, das ist ein Erfahrungswissen. Und dass dieses Erfahrungswissen heutzutage so verloren geht, das ist, glaube ich, einer der größten kulturellen Verluste der Menschheit überhaupt. Das wäre eine Frage, die ich an Sie gerne stellen würde. Gibt es viele Dinge, die früher in breiteren Bevölkerungsschichten bekannt waren zu diesen Themen und die heute... Ja, das war irgendwie selbstverständlich. Was wir haben, ist eine bürgerliche Gesellschaft, die sich abgekoppelt hat und auch eine dazu entsprechende Ideologie eben. Und ein historischer Knackpunkt war, als die Syphilis kam. Da hatte man auf einmal Angst vor der Natur. Und man hatte, weil das auch das Verhältnis zwischen Mann und Frau, die Natur wurde immer als weiblich gesehen. Und dann fing man an mit Instrumenten und erstmal beobachten, anstatt das Schamanische im Grunde genommen, so würde ich sagen, dass man sich hineinverzaubert, nach innen, man macht einen Gegenstand, ein Objekt. Erstmal. Und da fing es dann an, dass wir uns immer, also rapide, uns lösten von den natürlichen Prozessen. Und da ist dann sehr viel Intuition verloren gegangen. Ja, und dann auch andere historische Zeiten, wie eben die Inquisition, wo hellsichtige Leute getötet wurden. Und da will ich nicht mehr weiter sagen. Aber der Ansatz, ich finde es hochinteressant, von wie vielen Perspektiven die Mensch-Natur-Beziehung betrachtet werden kann. Also du bist ja Kulturwissenschaftler, Ethnologe und da gibt es auch so viele interessante Anknüpfungspunkte. Ja. Und ich finde es auch toll, wenn man dann so als Kulturwissenschaftler zurückblicken kann und historisch versteht, wie sich die Mensch-Natur-Beziehung gewandelt hat. Es gibt so viele Blickpunkte, wie es Kulturen gibt. Oder auch wie viele es Sprachen gibt. Und so viele Blickpunkte gibt es. Aha. Ja, wir haben weitere Fragen, die ich gerne... Also, dürfte ich noch der Gedanke zu Ende bringen? Unser Blickpunkt, unser wissenschaftlicher Blickpunkt ist, wir meinen, das ist endgültig und das ist die absolute Wahrheit, aber das ist nur die Perspektive, die moderne westliche Industriegesellschaft, das ist unser Mythos, daran glauben wir. Es ist in einer anderen Kultur, käme ein Deva und würde Dinge offenbaren. Und da wäre kein Zweifel. Und bei uns brauchen wir diese empirischen, evidence-based Beweise. Wir wachsen ja auch schon sehr früh in dieses Weltbild hinein. Ja, also, ja, ja. Und wenn man in sowas hineinwächst, ist es wahnsinnig schwer, über den Tellerrand offensichtlich hinwegzublicken. Klar, absolut. Weil jede Kultur ja eigentlich immer letztlich ihre Perspektive, Entschuldigung, für die einzig wahre in einer gewissen Form hält. Also es ist gerade für unsere Kultur, wir glauben ja alles verstanden zu haben. Biologen lehren über die Biologie der Zelle und der Tiere und der Pflanzen, fast schon wie Ingenieure, die selbst sozusagen die Erschaffer dieser Zelle sind. Ja? So als hätten sie alles durchschaut, aber wir sind wirklich nur in einer oberflächlichen Betrachtung, glauben aber schon alles verstanden zu haben. Und das ist, glaube ich, auch eine gewisse Arroganz, die vielleicht dann doch unsere Kultur besonders auszeichnet. Also, wir also glauben, wir sind jetzt angekommen, ja? Wir haben die Welt durchschaut.
Ein bisschen so kulturgeschichtlich ist es auch der Monotheismus. Der einzig wahre Glaube, alles andere ist, kann man ignorieren. Und das hat man vielleicht weniger in anderen Kulturen, wo jeder seine spezifische Vision hat. Mhm. Ja, so in schamanischen Gesellschaften oder in Indien. Beispiel von dem Elefanten. Wir sind eigentlich wie blind und wir wollen wissen, wie die Wirklichkeit ist und tasten den Elefant und einer tastet den Schwanz und sagt, das ist ja wie ein Besen. Dann sagt er, Spinst. Tastet das Bein und sagt, na, das ist wie ein Baum. Andere den Rüssel, na, das ist wie eine Riesenschlange. Hey, du spinnst, das ist nicht wahr. Und ein dritter das Ohr, das ist wie eine Worfel. Und so verhält es sich. Mhm. Ja, es gibt viele Arten und Weisen, die Welt zu sehen. Und wir leiden an einer institutionalisierten Gleichschaltung, kann man sagen. Also das ist meine Perspektive. Ja. Und was dieses Beispiel auch veranschaulicht, ist, dass man Dinge in ihre Einzelteile zerpflücken kann. Und man sollte nicht vergessen, und das, glaube ich, ist ein gravierendes Problem heutzutage in der Wissenschaft, die Einzelteile wieder, man kann die Einzelteile betrachten, aber man sollte sie wieder zu einer Ganzheit zusammenbauen. Und diese Problematik, die hatte schon Shelley beschrieben in der Geschichte von Frankenstein. Da wollte man ja die besten Teile, es ist das analytische Bewusstsein, Teile. Und dann, wenn man die besten Teile zusammenbringt und zusammennäht, dann hat man das Überwesen. Und irgendwie ging das schief und dann hat man ein Frankenstein-Monster. Das war die Aussage dieses Poeten. Gehörig schief gegangen sogar. Ja, gehörig schief. Ihnen geht es ja schon auch darum, dass es wissenschaftlich irgendwie etabliert wird, dass die Naturmedizin Hand und Fuß hat. Ja. Auf der anderen Seite geht es ohne das Göttliche wohl auch nicht. Also dazu passt auch eine Frage von Sabine. Mhm. Welche Rolle spielt das Göttliche im Heilungscode? Also wahrscheinlich wirkt es auch ein Stück weit, wenn man nicht spirituell ist, aber trotzdem hat es auf einer spirituellen Ebene, die kann man sich nicht weglassen. Also wir sollten das beide beantworten, weil ich auch auf deine Antwort gespannt bin. Von meiner Perspektive ist, also ich habe den Begriff das Göttliche nicht verwendet. Ich schreibe vom Geistigen, das in der Natur wirkt, weil es mehr offen lässt. Also viele Menschen fangen mit dem Begriff des Göttlichen auch nicht so viel an, aber das Geistige ist etwas, mit dem wir alle etwas anfangen. Auch C.G. Jung hat ja gesagt, er begegnet in einem Baum nicht einem Haufen Moleküle, so wie das vielleicht die Biologie damals schon betrachtet hat, sondern einem Wesen, in dem auch etwas Geistiges wirkt. Und da ist es mir schon wichtig, gerade im letzten Kapitel des Buches, ist es mir wichtig gewesen, dieses Geistige anzusprechen. Und ich glaube, einer der größten Verluste unserer Zeit ist, dass wir das Geistige leugnen, das in uns wirkt, das in der Natur wirkt. Es gibt skurrile Theorien, wie das Leben entstanden sein könnte, aus Lehmpartikeln, aus kleinen Pfützen. Und alle sind streng materialistisch, aus banalsten Prozessen sollst du, lieber Wolf Dieter, sollen sie und ich hervorgegangen sein. Ja? Also wir haben dieses Bedürfnis, das Geistige aus der Welt zu eliminieren. Und ich habe da auch sehr viele namhafte Wissenschaftler, inklusive Albert Einstein, zitiert, der auch beklagt hat, dass das Geistige aus dem Universum verbannt wird und der von der kosmischen Religiosität geschrieben hat. Er war ja Pantheist, das heißt, er ist davon ausgegangen, dass Gott eins mit dem Universum ist. Und diesen Aspekt habe ich sehr wohl aufgegriffen im 6. Kapitel, weil er natürlich einen Zusatzaspekt reinbringt, diese Naturspiritualität, die auch eine Wirkung entfaltet. Und deswegen spreche ich von vielleicht wichtigsten Heilungsquote der Natur im 3. Jahrtausend, die uns wieder wegführt von dieser materialistischen Perspektive, nach der wir jetzt drei Gehirne sind, die am Tisch sitzen. Und die Gehirne ziehen die Fäden und unsere Gene sind die eigentlichen Akteure der Evolution und wir sind die Vehikel Richard Dawkins. Wir sind in Wirklichkeit sind natürlich die Gene das Werkzeug der Lebewesen, um sich zu entwickeln. Und das wird alles verkehrt. Jetzt sind plötzlich die Lebewesen die Werkzeuge der Gene. Also von dieser Perspektive wegzukommen und das 3. Jahrtausend wird ein Jahrtausend, glaube ich, oder das auch unser Jahrhundert schon, wird ein Jahrhundert des Perspektivenwechsels sein. Und das ist ein wichtiger Heilungscode. Aber ich habe natürlich auch geschaut und sehr darauf geachtet, Menschen, die streng wissenschaftlich
denken, trotzdem mit dem Buch abzuholen. Weil es mir auch darum geht, die Ökopsychosomatik, die Mensch-Natur-Medizin in der Zukunft zu etablieren. Wie könnte man das ganz konkret umsetzen? Also was wären jetzt, wenn Sie sagen, die Gesetzgebung, die Krankenkassen, was könnten die ja, anderes so wie in Japan die Waldmedizin zum Beispiel staatlich, das Waldbaden Shinrin-Yoku wird ja in Japan auch staatlich gefördert, finanziert. Das wird mit Ärzte gehen mit ihren Patienten in den Wald, Tierbegegnung, all das muss finanziert werden. Es gibt Kliniken, wo Gartentherapie durchgeführt wird und wo Ärzte mit Menschen in den Wald gehen. Ein guter Bekannter von mir ist selbst Arzt und macht das und der hat Aufzeichnungen geführt, anhand deren wirklich nachzuvollziehen ist, dass durch die Teilnahme an der Gartentherapie und an der Waldtherapie der Einsatz von Schmerzmedikamenten zurückgeht, von Antidepressiva zurückgeht und von Bluthochdruckmedikamenten. Also man kann das auch wirklich dokumentieren. Und da gibt es immer mehr Kliniken, die auf diese Schiene setzen. Es tut sich etwas. Es gibt in München auch eine Klinik, die der Stadt München gehört, wo auch tiergestützte Therapie angeboten wird, mit Kaninchen und Hunden zum Beispiel, die sogar bei Wachkoma-Patienten erfolgreich eingesetzt werden und bei schwer neurologisch Menschen mit schweren neurologischen Schäden. Also ich glaube, die Integration, die Heilung von Tieren mit dort ablaufen lassen, wo auch die Heilung von Menschen abläuft, dass Begegnung möglich ist. Ich war selbst mit meinem Sohn im Krankenhaus als Begleitperson und wir hatten dort neben eine Tierklinik im Wald. Und wir haben sie jeden Tag besucht und es war wunderbar zu sehen, wie dieser Abstand vom Klinikalltag und die Begegnung mit den Tieren ihm geholfen hat, auch diese schwere Zeit zu überstehen. Das heißt also, man braucht auf jeden Fall die konkrete Natur, weil wir haben zum Beispiel eine Frage von Jenny, sie sagt, ich bin gehbehindert und komme leider nur selten in den Wald. Bilder und Filme von Wäldern, haben die auch eine positive Wirkung? Jein. Ja, besser also, als Horrorfilme. Ja und nein. Es ist tatsächlich so, dass man hat schon Versuche gemacht. Es gibt schon Versuche von Roger Ulrich zum Beispiel, einem Medizinwissenschaftler, dass auch Bilder und Tonaufnahmen von Naturgeräuschen und Naturszenen diese Effekte haben. Das geht über den Parasympathikus zum Beispiel, den Nerv der Ruhe, der Entspannung, der dann auch sich auf unser Immunsystem und unseren Verdauungstrakt und unser Herz und so weiter auswirkt. Aber natürlich kommt es ans Original nicht heran. Mich würde aber interessieren, was du dazu dieser Frage noch antwortest. Zu der Frage, ja, es virtuelle ist Natur. Ah, virtuelle Natur. Das ist ja letztlich die Frage Bilder. Genau, aber auch zu der Frage des Göttlichen. Das ist auch noch. Ja, die Frage, genau, das war ja zuerst gestellt. Auch wichtig. Ich denke, was wichtig ist, ist, also wir haben 15 Jahre lang, habe ich mit Gruppen Baummeditationen gemacht und haben wir, die mussten nicht unbedingt wissen, welche Art von Baum das ist und die haben sich unter den Baum gesetzt und ich habe gesagt, versucht leer zu werden und einfach was wirkt, man kann sagen, was gibt der Seelenspiegel dann her? Welche Gedanken bringt es oder welche Bilder? Und es war sehr interessant. Einige, die sehr wissenschaftlich sind, die blieben dann bei dem, sie zählten die Staubblüten oder haben dann gemessen, wie hoch der Baum ist oder wie es sich anfühlt. Andere haben dann so mehr oder weniger Energien gespürt. Und wieder andere, die kriegten dann bildhafte Imaginationen. Was wichtig ist, und alles ist Kontakt mit dem Baum. Was wichtig ist, ist, dass man ehrlich ist, dass die Wissenschaft wirklich, und das ist eine wunderbare Ergänzung, dass sie ehrlich die Stoffesprozesse aufnimmt und dass andere, die andere Begabungen haben, halt ehrlich in ihren Visionen sind. Denn das Göttliche, kann man sagen, ist vielfältig aufgespalten und wir haben dann die jeweiligen Begabungen, ob wir so oder so an die Dinge rangehen. Ja. Und wir können, wenn wir jetzt den Faden nochmal zur Naturbegegnung spinnen, wenn man nicht so oft hinausgehen kann, wir können sie auch in unserer Fantasie, in inneren Bildern mitnehmen und zu Hause abrufen. Oder einfach, wenn man gehbehindert ist, dass man einfach unter dem Baum sitzt. Oder dass man im Haus Hauspflanzen hat. Das gibt auch sehr viel. Ja.
Man kann sogar gärtnern am Balkon und sich dort eigene Gemüse pflanzen. Ja, das ist wunderbar. Ja. Tomaten sind da ganz gut. Super, da gibt es geniale Gärtner auf Balkonen. Ja. Genau, ein paar Fragen würde ich gerne noch einfließen lassen. Zum Beispiel fragt Gundula, wie erfahre ich, welche Pflanzen für mich heilend sind? Das ist wahrscheinlich eine große Frage, aber... Ja, also erstmal, man fragt jemanden, der sich auskennt. Notfalls mit guten Büchern. Man fängt an mit den Pflanzen, die einen ins Bewusstsein springen. Das sind diejenigen, sagen die Indianer, die einem etwas sagen wollen. Die Lieblingspflanzen. Man lernt nicht alle, sondern diejenigen, die vor der Haustür, zwischen Haustür und Gartentor wachsen. Dass man erstmal die kennt. Und das ist natürlich nicht empirisch beweisbar, aber haben die Cheyenne, mit denen ich war, Cheyenne-Medizin-Leute, gesagt, dass die Pflanzen sind die Aktiven und sie suchen uns aus. Weil die Pflanzen Geistwesen, das sind ja nur ihre Körper da, die suchen uns aus. Ach, der arme Mensch, der gefällt mir, dem werde ich helfen. So wie wir einen Hund, einen kleinen Welpen, den nehme ich mit, so ungefähr. Nun klingt das wie große Spinnerei, aber man muss überlegen, das sind Menschen, das sind Stämme, die lebten gut in der Wildnis. Die hatten keine Krankenhäuser, die hatten keine Schulen, die hatten keine Polizei, die hatten keinen Staat, die hatten keine Versicherung, die hatten nichts, was wir haben und haben gut gelebt. Die konnten sich nicht erlauben zu spinnen, gell? Und die hatten diese Perspektive und das funktionierte für sie. Ja. Interessant ist auch, dass viele Wirkstoffe, also Naturarzneiwirkstoffe aus Pflanzen, auch in die Gruppe der Terpene gehören. Sogar eine der größten medizinisch wirksamen Gruppen aus Pflanzenarzneien, also die Terpene, die bioaktiven Substanzen, die wir im Wald einatmen können, die kennen wir schon lange aus der Ringelblume. Wir wissen, dass wir Carotinoide, das sind auch Terpene, aus verschiedensten Gemüsen aufnehmen können. Die sind auch vorbeugend wirksam gegen kanzerogene Erkrankungen. Also es ist nichts Neues. Aber sie sind überall und das ist das Spannende dabei. Ich finde es auch spannend, dass man dann auf der Ebene also konkrete physische Beweise kriegt für das, was, sagen wir mal, intuiert wurde oder dass die Ahnen wussten. Gell? Also wir erkennen eigentlich, kann man auf den Punkt bringen, dass die Natur durchdrungen ist von Heilwirkungen und potenziell heilenden Prozessen. Ja, ja. Haben Sie da selbst auch Erfahrungen? Sie haben schon kurz von Ihrem Sohn erzählt. Ja. Aber mich würde interessieren, was gab es bei Ihnen beiden irgendwelche, also außer, dass Sie vielleicht auch in Ihrem Garten sowieso verwachsen sind, aber haben Sie Heilerlebnisse in der Natur auch selbst erlebt? Also, ja, immer wieder. Ja, also ich glaube, Garten verbindet uns. Wir haben beide einen Garten und wir sind auch große Gartenfreunde. Da, glaube ich, wirst du sicher bestätigen, dass der Garten eine ganz immense Heilwirkung hat. Wahrscheinlich auch deswegen, weil man eine Beziehung zum eigenen Garten und den eigenen Pflanzen hat. Ja, das muss ja sein. Was du sagtest, wir hören nicht hier an unseren Grenzen auf. Der Garten, es heißt ja das Sprichwort, zeige mir deinen Garten und ich sage dir, wer du bist. Weil das ist da das erweiterte Wesen. Das ist eine Interaktion zwischen der Natur und dem Menschen. Und das ist dann der Garten oder das sind auch die Tiere, die man hat. Und dort kannst du dich auch ausdehnen, ja? Diese Wesenheit entfalten. In einer kleinen Stadtwohnung, wo wir oft wie die Sardinen aneinandergereiht leben, ist dieses ja nicht möglich, vor allem nicht ausgedehnt auf die Natur im Garten. Und mir hat die Natur im Garten, zum Beispiel, ich bin manchmal im Winter habe ich so gedrückte Stimmung, vor allem wenn dann noch viel zu arbeiten ist. Und man merkt, im Winter ist vielleicht ein bisschen weniger so Motivation da. Und gerade beim Arbeiten merke ich es oft, dass die so an grauen Tagen die Stimmung sehr gedrückt ist. Aber es kann gar nicht so kalt sein und gar nicht so grau, dass mich mein Garten im Winter nicht wieder aufbaut und mir wieder Kraft und Lebensfreude gibt. Ich baue nämlich im Winter auch Gemüse an. Es gibt ja einige, vor allem Blattgemüse, die sogar aus der Schneedecke wachsen.
Grün im Schnee zum Beispiel heißt eine Pflanze und verschiedenste asiatische, asiatische Kohlgewächse. Ja, Kohlgewächse. Rosenkohl, Kohlrübe, Blumenkohl, nicht Lauch, in Deutschland. Also ja. Porree, gell. Genau. Mhm. Viele, viele Kohlarten. Und es ist natürlich wunderschön, die Gartensaison, natürlich braucht der Garten im Winter auch Ruhephasen, aber ich habe immer irgendwo Beete, wo auch im Winter etwas lebt, die Pflanze wächst. Und ich bin immer fasziniert davon. So mehr in der Steiermark, wo man das machen kann. Sogar noch besser in Krems an der Donau. In einer Weinbaugegend, da kann man das sehr gut machen. Aber was mich sehr fasziniert ist, wenn dann eine dicke Eisschicht über den Blättern liegt, wenn die Blätter richtig eingepackt sind in Eis. Und man hat das Gefühl, wie kann die Pflanze das überstehen? Aber wenn das Ganze wieder taut, ein paar Tage später, es taut ja immer wieder auf, steht die Pflanze wieder in voller Pracht da. Ja, und dann geht man wieder auf die materielle Ebene und sagt Senfölglykoside. Ja, genau. Ja, Frostschutzmittel. Ja, und das ist, deswegen finde ich diese Ebene auch sehr wichtig. Ja. Es ist ja nicht ein entweder geistig oder spirituell oder materialistisch. Alles gehört zum Sein, ja. Aber die Frage war ja die Heilwirkungen. Also ich denke, dass der Garten eben da auf der psychischen Ebene und auch auf der körperlichen Ebene sehr viel bewirkt. Was mir persönlich eine Meniskusoperation erspart hat, das war, dass ich angefangen habe, Waldlauf zu machen. Also weg vom Asphalt, das ist ganz schlecht für unsere Gelenke sowieso, Fitnessstudio mit den ebenen Flächen, da werden wird die Feinmuskulatur gar nicht ordentlich trainiert. Also ich war schon im Krankenhaus und habe dort den OP-Mantel wieder abgelegt und die Operation abgeblasen und es war gut, es war nicht mal ein Baum vor dem Fenster, der mich hätte heilen können. Ich war schon im Kittel und bin dann wieder raus. Da schauen die Ärzte mit großen Augen, aber das war eine Katastrophe, das hatten die noch nie erlebt, das war in den USA. Gell. Also in meinem Krankenhaus hatten sie es auch noch nie erlebt, aber ich bin heilfroh. Das ist jetzt viele Jahre her. Mir ist prophezeit worden, dass ich eine Knieblockade haben werde und jederzeit an Ort und Stelle sozusagen niederbrechen kann. Es ist nie passiert. Meine Symptome sind vollkommen verschwunden durch diese natürliche Bewegung im Wald, sowohl beim Waldlauf, dieser weiche Untergrund, dieses Tuning sozusagen der Gelenkmuskulatur, das kein Fitnessstudio anbieten kann. Und habe mir diese Operation erspart. Und es hat sich auch später herausgestellt, dass es gar kein Meniskus-Einriss war, sondern ein sogenannter Scheibenmeniskus. Das ist eine Meniskusform, die nicht ganz hufeisenförmig ist, sondern eher scheibenförmig. Und die schabt manchmal zwischen den Gelenken und die kann Symptome machen. Und diese Stabilisierung des Kniegelenks durch die Einflüsse beim Sport in der Natur, die hat dann dazu geführt, dass die Symptome verschwunden sind und die Belastung aufgehört hat. Ja, vollkommen. Es gibt ja sowas wie eine Vis Medicatrix Naturae, das heißt ein Selbstheilvermögen. Und das wird oft nicht zugelassen. Also es gibt Ärzte, die sagen, das ist die Aufgabe des Ärztes, dass diese Selbstheilkräfte zum Zug kommen und dass es nicht ist wie eine Maschine, die repariert werden muss und Teile ausgetauscht. Ja. Aber vorwiegend herrscht dann doch das Bild von der Maschine vor, die repariert Vorwiegend, werden. Das wird immer noch in den Medizinschulen gelehrt. Ja. Ja. Mhm. Beim Meniskus ist es sogar so, dass es eine interessante Studie gibt, die im New England Journal of Medicine erschienen ist. Also das ist wirklich renommiert. Mhm. Die gezeigt hat, dass auch Placebo-Operationen zum selben Effekt führen. Wo wurde das durchgeführt? In den USA. Wo? In Krankenhäusern, also in Spitälern. Bei ich weiß es nicht genau wo. Ich weiß nur, in welchem Journal es erschienen ist. Es ist aber eine finnische Meniskus-Forschungsgruppe, die da dahinter steht, die auch recht bekannt ist. Also in den USA und in Finnland, aber ich weiß nicht genau, in welchem Spital. Aber das Interessante ist, dass sich da herausgestellt hat, dass eigentlich die Physiotherapie danach, also der Aufbau der natürlichen Körperfunktion, der Mechanismus oder der Schlüssel zur Heilung ist und nur in wenigen Fällen wirklich eine Operation notwendig gewesen wäre. Das heißt, das ist eine der Operationen, die viel zu häufig durchgeführt werden. Also da waren ja, also ich habe das bei dir gelesen, da waren ja echte Operationen und Scheinoperationen und so ein Doppelblindversuch und dass die Physiotherapeuten nicht wussten, wer was ist und die Genesung war ungefähr gleich. Ja, genau. Vor allem die Langzeit war ungefähr gleich.
Unsere Zeit ist rum. Das ging wie im Flug. Wir haben ja gerade erst angefangen. Eine Frage hätte ich zum Abschluss noch an Sie beide. Was ist so der wichtigste Tipp für den normalen Mensch, der jetzt nicht so einen tollen Garten hat oder nicht wie Sie täglich Waldläufe machen kann? Wie kann man die Natur, was ist der Tipp, wie man die Natur zu sich nach Hause holt oder seiner Gesundheit was Gutes tut? Also weil wir ja wissen, dass schon der Anblick eines Baumes heilsame Wirkungen entfaltet, körperlich und psychisch, würde ich sagen, Bäume pflanzen. Wo es möglich ist, Bäume pflanzen, sodass man immer Sicht auf Grün hat. Aber generell glaube ich, dass es wichtig ist, regelmäßig in den Wald zu gehen, sich eine Auszeit zu gönnen, dort bewusst zu atmen, auch die bioaktiven Substanzen aufzunehmen. Es gibt sogar einen ganz konkreten Hinweis von einem japanischen Waldmediziner namens Jing Li. Das ist so ein führender Forscher in dem Bereich. Und der hat empfohlen, dass man an 2 vollen Tagen pro Monat einen ganzen Tag in einem Waldgebiet verbringen sollte, um diese positiven Wirkungen aufs Immunsystem zum Beispiel der Terpene im Wald aufrechtzuhalten. Und ich sage, so oft wie möglich in den Wald zu gehen oder in eine, auf einer Naturfläche zu verweilen. Ich denke, man kann noch kleiner anfangen. Wenn man im Büro arbeitet, dass man am Mittag einfach rausgeht und sich vielleicht die Schuhe auszieht und über den Rasen läuft und ein Gänseblümchen anschaut. Denn eine der Wirkungen der Gänseblümchen ist seelisch, dass es dass melancholische Gedanken verflüchtigen bei dem Anblick. Oder dass man einfach mal innehält, dass wir uns die Zeit nehmen, nur kurz, um die Sonne zu spüren, also auf den Handflächen die Wärme oder auf dem Gesicht. Oder dass man bewusst die Vögel, die es auch in der Stadt gibt, ihrem Klang nachgeht. Also ganz einfach in der Pause, in der Mittagspause, und man nimmt sich diese Zeit. Und darauf kommt es an, dass der Mensch sich Zeit nimmt, denn es ist seine Zeit. Ja. Ja. Und ich glaube, ein Appell noch vielleicht an die Stadtplaner und an die Politik ist, wir haben so viele Evidenzen jetzt, deswegen ja die Wichtigkeit dieser Evidenzen. Jawohl. Wir brauchen mehr Natur dort, wo Menschen sind, weil der Mensch ist ein Naturwesen. Wir brauchen mehr Bäume in der Stadt. Jawohl. Ich habe eingangs gesagt, was für einen immensen Effekt auf unsere Gesundheit mehr Bäume in der Stadt allein schon haben würden. Ja, dafür bin ich sehr dankbar, dass du das diesen Menschen nahe bringst. Und ich hoffe, dass diese Erkenntnisse irgendwann umgesetzt werden. Ja. Das ist, ja, klar. Bleibt zu wünschen. Jeder das Funke kann ein Feuer werden. Ne? Ja, vielen Dank nochmal. Hat mir viel Spaß gemacht, habe sehr viel erfahren. Vielen Dank auch für Ihr Interesse. Und wenn Sie mehr erfahren möchten über diese spannenden Themen, dann lesen Sie die Bücher von Clemens Awey und Dr. Stoll. Vielen Dank und einen schönen Abend.